Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner kleinen F1 2020 Fahrerkarriere. Ich wollte eigentlich noch bis Day One Patch warten, bis ich damit anfange, aber da dieser noch nicht draußen ist, dachte ich, komm, fangen wir jetzt einfach schon damit an. Ich habe das Spiel jetzt die ganze letzte Woche so für mich alleine gespielt, hauptsächlich der My Team Modus. Aber wir werden jetzt eine Fahrerkarriere starten. Zwar keine ganze, sondern eine verkürzte Saison, damit das Ganze auch nicht zu lange dauert. Wir fangen direkt an mit der neuen Karriere, aber bevor wir nämlich in die Formel... zum Beginn deiner Reise durch die Formel 1. Und zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, direkt mit der Formel 1 anzufangen. Genau, wir werden, wie die Alte gesagt hat, werden wir jetzt diese Folge mit drei kurzen Formel 2 Rennen anfangen und danach in ein cooles Formel 1 Team gehen. Aber welches Team das sein wird, das will ich noch ein bisschen geheim halten. Wir gehen jetzt erstmal in die Formel 2. Die Formel 2 ist für viele Fahrer einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Formel 1. Bei dieser Meisterschaft müssen die besten aufstrebenden Fahrer der Welt in identischen Autos gegeneinander antreten, um an ihren Fahrkünsten zu feilen und den Teams in der Formel 1 ihr Talent vorzuführen. Egal für welches Formel 2-Erlebnis du dich entscheidest, dein Abschneiden in der Meisterschaft wird wichtig sein. Wenn du am Ende weit oben in der Rangliste stehst, wirst du in der Formel 1 einen besseren Start haben und einfacher mit den Top-Teams des Sports verhandeln können. So, und da sind wir auch schon in der Formel 2-Teamauswahl. Ich glaube, die Entscheidung ist für unsere Formel-1-Karriere jetzt nicht wirklich wichtig. Ich würde jetzt einfach mal Prema fahren, weil ich Bock drauf habe. Und die Fahrerschmiede... Also die Fahrerschmiede würde ja jetzt ungefähr verraten, welches Formel-1-Team ich dann nehme. Deswegen schneide ich das jetzt raus und ihr lasst euch überraschen, in welchem Team ich dann bin. Heute steht das Rennen an, hier in Spielberg. Und die Fahrer treffen die letzten Vorbereitungen auf der Strecke, bevor es losgeht. Was für eine beeindruckende Kulisse. Das heutige Rennen wird ihr sicherlich gerecht. Spielberg ist eine der kürzesten Strecken im Formel-2-Kalender. Hier gibt es gerade einmal 7 Rechts- und 3 Linkskurven. Aufpassen muss man in der ansteigenden Bremszone vor Kurve 3, die eine gute Gelegenheit zum Überholen bietet. Die bietet auch Kurve 4 direkt danach und der ganze Weg zurück zu Kurve 1. So, da sind wir auch schon in unserem ersten Rennen in Österreich. Ich habe jetzt gar kein Setup vorbereitet, fällt mir gerade ein. Ich werde jetzt eins von denen einfach nehmen. Ich habe die KI auf 87 gestellt. Ich denke, das sollte für einen Anfang machbar sein in den Formel 2 Boliden, auch wenn die, wenn ich mich mit denen immer ein bisschen schwer tue. Ich werde hier, glaube ich, mal mit erhöhtem Abtrieb fahren. Das ist jetzt einfach so. Ja, scheiß drauf, wir fahren jetzt einfach. 5 Runden Spielberg, Formel 2 Action. Boah, Alter, ist das laut. Ampel geht an. Ampel geht aus, it's lights out, and away we go. Also Formel 2 Starts, die konnte ich noch nie wirklich gut, ehrlich gesagt. Ja, hier wird gedrängelt. Hallo. Okay, alles gut. Okay, wir sind hinter Sete Camara. Ich versuche mal einfach hinter dem zu bleiben. Bremsen. Ja, Spielberg, geile Strecke. Bin ich jetzt. Und hinter mir direkt gelbe Flagge. Okay, jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Okay. Spielberg, eine geile Strecke. Ich versuche mal jetzt einfach aus dem Windschatten den 5. zu überholen, den Marzipin. So einfach mal gleich aus dem Windschatten anzugreifen. Ah, nicht berühren nach vorne. Ich habe Schaden auf Simulation gestellt. Ich glaube, jetzt könnte ich ihn attackieren, wenn wir noch ein bisschen hinten bleiben und dann einfach vorbei an ihm fahren. Das hat nicht gereicht, Alter. Wie peinlich war das denn? Oh, oh, oh. Komm. Ich glaube, ich versuche es mal innen hier einfach vorbeizukommen, ohne groß Berührungspunkte. Okay, da war ich ziemlich langsam. Aber für die 5 Runden kann man halt auch nicht einfach mal entspannen und so, ja, mal gucken, wann ich überhole.
sondern in den 5 Runden muss man schon ein bisschen mehr pushen, was in den Formel 2 Boliden manchmal ein bisschen schwierig ist, da diese sehr, sehr anfällig sind, was so Übersteuern und so angeht. Ich versuche jetzt einfach mal außen an ihm vorbeizukommen. Alter, wie der dicht macht, Junge. Zieht erstmal voll rüber. Jetzt sind wir hier Rad an Rad mit ihm. Ich versuche einfach mal hier Captain Late Break und so. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Sauber haben wir ihn. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja ein Podium. Das wäre ja auf jeden Fall nice. Jetzt haben wir erstmal DRS. Vielleicht können wir dann da oben direkt den nächsten Angriff starten. Ja, und ich muss auch echt zugeben, ich habe mir mit F1 20 ein bisschen Zeit gelassen, was YouTube-Content angeht. Da ich das Spiel halt wirklich für mich allein... Ja, genau. Weil ich das Spiel halt wirklich für mich privat alleine eigentlich suchten wollte und nicht sofort irgendwie Content daraus machen wollte. Deswegen habe ich jetzt eine Woche ungefähr das Spiel nur für mich so ein bisschen gesuchtet. Die man eventuell auch am Level vorhin erkennen konnte, war ich am Podium Pass einfach schon Level 30. Boah, komm, Marzipin, mein Freund. Gefährlich. Ich finde aber, auf der KI-Stufe hat man ganz gute Fights. So, mal gucken, wie es dann in der Formel 1 aussieht. Da werde ich auf höhere KI wahrscheinlich noch gehen. Oh, DRS. Komm schon, überholen wir dich aber wieder. Ganz, ganz dynamisch und gediegen an ihm vorbei. Jawohl. Gut, natürlich jetzt zur Sette-Kamera 3,4 Sekunden Abstand. Das ist ein bisschen viel. Da wollte der Marzipin richtig rein. Alter, hallo. Da wollte der Marzipin richtig reinstechen. Du Wichser! De Vries, Alter! Und ich schaue die ganze Zeit hinten wie so ein Idiot. Weil ich vergesse, dass ich oben den Spiegel habe. Los, die Position kannst du dir zurückholen. Die Position hole ich mir zurück, Digi. Das lasse ich mir noch nicht gefallen hier. Lass mich zumindest auf P5 das Rennen beenden. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja, komm, mach nicht so Quatsch hier. Alter, macht er dicht. Okay, da habe ich ein bisschen angeschoben. Mut zur Lücke, würde ich sagen. Ja, mein Teamkollege ist mir gerade egal. Ich will ja in die Formel 1 kommen. Und nicht mein Teamkollege. So, ich glaube aber, mit Platz 5 sollte ich jetzt erstmal Vorlieb nehmen und damit zufrieden sein. Wie man eventuell merkt, tue ich mir enorm schwer, während man fährt, noch anständig zu kommentieren. Aber ich versuche mein Bestes. Seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu Scheiße erzähle. Aber sogar noch einen schnellsten Sektor hier rausgelöffelt. Auf den Reifen. Ah, das sind ja die Supersofts, ne, bei der Formel 2 noch. Die gehen dann natürlich schon mal extra schnell kaputt als die Softs. So. Und da haben wir unser erstes Hauptrennen hinter uns. Bisschen Gerangel, bisschen ein paar Quersteher gehabt, aber P5. So, take it. Das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Mach ich. Ja, war doch ein okayes erstes Hauptrennen, würde ich sagen. Platz 5. Klar, Platz 4 war dann doch ein bisschen too much, wenn man sich mal den Abstand anguckt. Haben wir die ersten 12 Punkte unserer Formel 2 Saison geholt. Sieht jetzt in der Rangliste noch nicht so gut aus, aber wir haben noch 2 Rennen vor uns, die wir jetzt sofort noch machen. Und da würde ich sagen, springen wir direkt weiter. Hier sind wir wieder mit einer weiteren Runde der Formel 2 Saison 2019. Auf der prachtvollen Strecke von Monza am Fluss Lambro, wo gleich das Hauptrennen beginnt. Freuen Sie sich auf eine tolle Veranstaltung zum Start von Runde 10 der Formel 2 Meisterschaft. Monza ist eine der schnellsten Strecken der Formel 2 und besteht aus sehr langen Geraden und engen Schikanen. Hier wird so viel mit Vollgas gefahren, dass Motorenversagen nicht unüblich ist. Zudem stellen diese 5,8 Kilometer auch eine Belastungsprobe für das Getriebe dar. So, da geht's direkt weiter. Wir stehen in Monza, in Temple of Speed, glaube ich auch genannt. Und ich sag mal so, in der ersten Kurve werden Flügel fliegen. Und ich hoffe, nicht meine. Schließe mit der besten Platzierung ab, die du machen kannst. Das probieren wir natürlich hier. Start. Lights out in Monza. Alter, Junge, rutscht der Karre weg. Ja, und ich werde direkt massig überholt.
Aber wie ihr Kommentator vorhin eben schon gesagt hat. Alter. Yo, und der Camara ballert auch voll rein da vorne. Wie der Kommentator gerade schon gesagt hat, sehr gute Kurve, sehr gute Strecke, um aus der Kurve irgendwie anzugreifen, aus dem Windschatten. Sollte man sich aber auch hier nicht verbremsen. Haben wir natürlich De Vries natürlich direkt wieder vor mir. Alter, die Autos sind so gefährlich, was Rausbeschleunigen angeht. Ich war auf Traktionskontrolle Mittel übrigens. So. Ich muss echt schauen, dass ich... Ja, jetzt habe ich De Vries ein bisschen angebumst. Hallo. Schauen natürlich, dass wir immer so lang wie möglich bei den Leuten im Windschatten bleiben. Um natürlich am besten überholen zu können. Wir sind auf P7 zurzeit. Mal schauen, mit der vorderen... mit der Kurvenkombination hier habe ich ab und zu mal Schwierigkeiten. Oh, geht aber. Ja genau, man sollte auch aufpassen, dass hier einem nicht der Motor durchknetert. Aber das sieht zurzeit noch ganz gut aus. Wieder später bremsen, leicht Gas geben und bam, Junge, Deletras hinten gelassen. So sieht das aus. Und Marzipin können wir auch direkt angreifen hier. Jetzt sind wir natürlich in. Das ist ein bisschen schlecht jetzt für die nächste Kurve. Ich glaube, er ist nur neben hier links. Wow! Oh Gott, okay, das hätte ich kommen sehen können. Ey! Nicht in. Hallo! Digga, das geht ja. Also, die krammen ja voll rein hier, ey. So, Marzipin, mach nicht wieder so einen Käse wie vorhin in Österreich. Oh, du Wichser, ich überhol dich direkt. So nicht, mein Freund. Oh. Eins war überholt. Habe ich Schaden am Auto? Nee, tatsächlich nicht. Obwohl es ein, zwei kleine Berührungen da vorne gab. Aber die sind ja in Monster durchaus üblich. Ich brauche nicht nach hinten gucken. Ich habe den Spiegel oben. Verdammte Scheiße. Dann bin ich dick. So. Sette Camara, du kleiner Lümmel. Ich hole mal als nächstes. Puh, da hat man ein kleines bisschen Oversteer. Boah, im Windschatten von Camara. Ich versuche dann gleich mal nach links auszuweichen, um den geilen Kurveneingang zu haben. Oh, einfach rüber. Später bremsen. Aber er ist immer noch in. Oh oh. Easy. Gut gemacht. Oh, gar nicht so schlecht. P4, besser als in Österreich auf jeden Fall. Ohne Schaden durchgekommen, ist auch sehr gut. Aber Camara will direkt wieder angreifen. Oh oh. Alter, diese Formel 2-Wagen sind so crazy zu fahren. Also es ist echt heftig. Also die Rennen machen echt Bock. Die gehen ja ganz schön ab auch. Aber die sind echt gefährlich zum Fahren. Uiuiui. Erstmal schnell einen Sektor fahren. Easy, kein Problem, mach ich öfter. Benzingemisch muss man ja nicht einstellen. Oh, 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 verbremst, verbremst, verbremst. Oh ne, doch nicht. War genau richtig. Okay, ich bin im Windschatten. Vielleicht kann ich nochmal so einen Move machen mit gerade. DRS ist aktiviert. Zack. Und ich bin die schnellste Runde gefahren. Ja, sauber, Alter. Läuft richtig gut. Jetzt schalte ich den dritten. Keine Lust hier, mich wieder raus zu spinnen. Bin ja nicht Mission Spin Now. Ich plane das übrigens so zu machen, wenn wir dann in der Formel 1 sind. Dass ich euch Trainingssessions und Qualifyings erspare und euch dann nur die Rennen aufnehme. Das habe ich jetzt erst. Das werde ich jetzt erstmal am Anfang so ausprobieren. Mal schauen. Wie ich es dann machen werde. Kann auch sein, dass ich meinen Plan noch ändere. So, Startziel. Und da haben wir unser erstes Podium. P3 in Monza. Nicht schlecht. Woo! Das war gar nicht schlecht, das war echt gut. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Ja, danke.
Darius ist Fahrer des Tages. Ich krieg einen Föhn. Ja, geil. Erstes Podium ist auf jeden Fall schmeckt, würde ich sagen. Das habe ich gut gemacht, muss man sagen. P3 sind wir in der Rangliste. 140 zu 164 und 176 Punkte. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Sollte aber drin sein. Ich werde jetzt in Abu Dhabi alles geben. Ja, mal schauen, was passiert. Rennleitung. Ah ja, gut, hier ist das Ergebnis nochmal. Ja, nicht schlecht. Gut, schauen wir weiter. Ins letzte Sprintrennen, ins letzte Hauptrennen nach Abu Dhabi. Abfahrt. Willkommen zurück beim letzten Event des Wochenendes, dem Sprintrennen. Hier wurde für die Startaufstellung die Rangfolge der besten 8 aus dem gestrigen Hauptrennen umgekehrt. Und in wenigen Minuten werden die Fahrer auf die erste Kurve zurasen. Der Yas Island Circuit bietet 21 Kurven und eine Rundenlänge von 5,47 Kilometern. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Die Fans werden sich also auf knappe Abstände, hohes Tempo und vor allem viel Spannung freuen dürfen. So, letztes Rennen in unserer Formel 2 Mini-Season quasi, kann man sagen. Yas Marina Circuit. Ich fahre mit, ich glaube, maximale Spitzengeschwindigkeit ist schon nicht... Ich glaube, das ist schon okay so. Gut, starten wir einfach. Eine Strecke, wo sich eine Runde doch schon ganz schön zieht. Gerade in den Formel 2 Boliden. Versuch mal den Start jetzt mal ein bisschen besser hinzukriegen. Okay. Nicht geschafft, glaube ich. Aber wobei ging. Sehr wackeliger Start. Ich bleib mal wieder hinter Giotto. Versuch außen ein bisschen vorbeizufahren. Oh, 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 oh. Keinen Schaden. Ah, De Vries, du Sack. Hau doch einfach mal ab, ey. Oh, auf der langen Geraden. Ah! Oh, das Rausbeschleunigen. Mann, da habe ich mal Angst vor, ey. Und hinter mir wird wild gekämpft, auf jeden Fall. Zu spät bremsen, dass wir den De Vries nicht in den Auspuff bumsen. Ah. Okay, aber Yas Marina Circuit, geile Strecke. Wir fahren leider nicht bei Nacht. Das würde noch ein bisschen geiler aussehen. Aber dafür... Alter, haben wir ganz gut Position gerade gut gemacht in der ersten Runde. Auch wenn wir am Start sehr viel... derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Ja. Jeff sagt die ganze Zeit gar nichts, weißt du? Und wenn ich sage, ich habe Position gut gemacht, sagt er, wir sind immer noch auf derselben Position, du Arschloch. Alles klar, geil. Ja, Jeff, hat er mir erstmal einen Korb gegeben, würde ich sagen. Na gut, egal. Wir sind auf jeden Fall nicht so weit von den Fahrern vor uns entfernt. Aber die Strecke ist sehr herausfordernd mit den Formel 2 Boliden auf jeden Fall. War noch nicht gerade einfach. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal dran zu bleiben. Und vielleicht kann ich ja auf P4 oder P5 oder so wieder fahren. Wäre auf jeden Fall punktemäßig für das letzte Rennen sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich es dann meisterschaftstechnisch schaffen würde. Glaube aber schon. Oh, mein Freund, du machst mal Platz. Lass mal den Prima-Boy hier durch. Dankeschön. Understeer is your friend. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder Giotto, Alter. Giotto kommt. Aber er ist in. Ah, ich glaube, er lässt es zurück. Bleibt hinten. Nee, er sticht voll rein. Aber hast immer ein bisschen enger da gemacht. Ja, selber schuld. So. De Vries, fahr mal nicht so weg jetzt hier. Ey. Ich brauche ein paar Punkte, ja?
Oh. Das ist, ey, das ist, die Strecke fällt mir wirklich schwer. Muss ich echt sagen. Bezüglich nochmal den Formel 1 Strecken, die wir dann fahren. Ich werde eine verkürzte Season machen, heißt 10 oder 11 Rennen. Und nicht eine ganze Saison, weil das wird dann too much, finde ich. Das Projekt hier soll ja noch nicht ewig lang gehen, sondern einfach schön dynamische 10, 11 Folgen ungefähr. Und dann ist auch gut. Und wer dann mehr von My Team noch sehen will, der kann dann gerne bei Twitch einschalten. Oh, kleinen Drift gehabt. Auch nicht schlimm. Oh, ich will mir die Devry noch snacken, ey. So. Runde 4, schnellst. Teamkollegen beträgt 7,7 Sekunden. Ja, Teamkollege, egal. Ich glaube, Devry kann ich dann auf der langen Geraden angreifen, wenn ich jetzt den Abstand ein bisschen halte. So. Gut, ich versuche jetzt. Ach du Hacke! Ich versuche jetzt. Nee! Ich versuche jetzt in der letzten Kurve nochmal eben alles. Ach, in der letzten Kurve. Ich versuche jetzt in der letzten Runde nochmal eben alles zu geben. Boom! Kein Schaden genommen, glaube ich. Also alles gut. Ja, sauber gemacht, gute Arbeit. Naja, war nicht so ganz sauber. Aber hat funktioniert. P5, take it. Ja, schade. Da wäre schon mehr drin gewesen. Ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei Zeitstrafen bekommen, weil ich den Camara ein bisschen gebumst habe. Oder nee, nicht Camara, sondern Devry. Dieser miese Wichser. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, du Drecksack. Okay, ja gut, mit Zeitstrafen würde ich jetzt eh noch wahrscheinlich 7 oder 8, du Hacke. Ich weiß, dass wir den Titel verpasst haben und du enttäuscht bist. Aber du hast diese Saison einen fantastischen Job gemacht. Wirklich fantastisch. Ja, gut. Nächstes Jahr schlagen wir zurück. Korea ist Fahrer des Tages. Ich habe nicht den Weltmeistertitel in der Formel 2 geholt. Jetzt das ist die Feierlichkeit. Latifi, der Sack. Ja, das ist ein bisschen belastend, muss man echt sagen. Holy shit. Das war ein wildes Rennen. Ey, Abu Dhabi mit Formel 2 Boliden ist für mich echt too much. Abu Dhabi, das war's komplett, würde ich einfach mal sagen. Ich hab 4 Sekunden Strafe. Kritisch. Wir sind nicht Weltmeister geworden, aber dafür geht's jetzt in die Formel 1. So, da sind wir in unserem Hauptquartier. Ich würde aber sagen, ich mach ab nächste Folge weiter. Und ihr seht dann nächste Folge, welches Team ich mir aussuche. Das wird nämlich noch ein bisschen geheim halten. Ich würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge. Wenn ihr Bock auf das Projekt habt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und gerne auch einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen beim ersten Formel 1 Rennen wieder. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.